Hallo liebe Content Creators, heute geht es um das Portfolio. Was ist ein Portfolio und wie könnt ihr euer Portfolio kostenlos aufbauen? Ab zum Intro. An alle Content Creators, die jetzt erst draußen anfangen und sich denken, wie finde ich meine Kunden? Ihr braucht ein Portfolio. Was ist ein Portfolio? Ein Portfolio ist quasi eine Visitenkarte eurer schon gemachten Arbeiten. Das heißt für einen Fotografen die Fotos, für einen Videografen die Videos. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, wie ihr kostenlos euer Portfolio aufbaut. Mein Tipp ist, sucht euch TFP-Gruppen. TFP heißt Time for Print. TFP heißt quasi ein Model und ein Fotograf treffen sich, machen Fotos. Und das Model und der Fotograf dürfen diese produzierten Fotos kostenlos für ihr Portfolio verwenden. Das gleiche habe ich für Video gemacht. Ich habe ausgeschrieben in Gruppen und habe gefragt, wer braucht einen Imagefilm. Nach sehr vielen Anfragen habe ich mich für zwei Firmen entschieden und habe für diese letzten Sommer Imagefilme produziert. Diese Imagefilme könnt ihr euch gerne in meiner Playlist Portfolio anschauen. Wenn ihr schon dabei seid, schreibt mir unten in den Kommentaren, wie ihr euer Portfolio aufbaut und like dieses Video. Warum habe ich mich für TFP entschieden? Wenn du ein Anfänger bist im Content-Bereich, dann musst du was herzeigen können. Geht raus und lernt. Bei TFP-Shootings könnt ihr nichts falsch machen. Erstens, lernt ihr Leute kennen, die dir nach vielleicht sogar einen Folgeauftrag geben. Zweitens, du lernst dein Equipment kennen und besser damit umgehen. Und drittens, du kriegst vielleicht neue Kunden, weil du ein Portfolio herzeigen kannst. Also eine Win-Win-Win-Situation. Was ich gelernt habe bei TFP-Shootings, ich war anfangs immer sehr nervös, neue Leute kennenzulernen oder mit anderen fremden Leuten zu reden. Damit habe ich sehr stark gekämpft und habe da auch meine Ängste überwunden. Leute treffen, Leute kennenlernen, letztes Jahr über TFP-Shootings war sehr groß und ich habe mir sogar für mein neues Business-Aufbau habe ich mir jetzt einen digitalen Bilderrahmen gekauft. Damit werde ich dann beim nächsten Business-Frühstück meine Videos abspielen und so auch schon meine Referenzen herzeigen können. Also, mein Tipp an euch, geht raus, macht TFP-Shootings, ihr könnt es nur gewinnen. Was sich bei TFP sehr rauskristallisiert hat bei mir, ist, ich mag zwar den Fotobereich, aber bin doch eher auf der Videoseite. Ich fotografiere gerne Leute, aber das Video ist meins. Und ich habe dadurch auch meine Kamera besser kennengelernt. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, wie macht ihr euren Portfolioaufbau? Würde mich sehr interessieren, schreibt mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Ciao.